Guten Tag, ich begrüße Sie auch hier recht herzlich im Forum für Vordenker. Wenn Sie jetzt die nächsten paar Minuten ein bisschen Zeit haben, möchte ich Ihnen was dazu erzählen, wie Sie mit Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von IT-Projekten oder auch danach, wenn Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbilden, höhere Prozesssicherheit und nachhaltige Prozesssicherheit erreichen können. Anfangen möchte ich damit, dass ich einmal aufzeige, da ist es jetzt, was für mich zur Prozesssicherheit gehört. Das ist zum einen mal die Organisation. Das heißt, um Prozesssicherheit zu gewährleisten, brauchen Sie eine Organisation, die auf Ihre Prozesse abgestimmt ist und auch eine Organisation, die weiß, was sie im Rahmen dieser Prozesse zu tun hat. Das heißt, die Mitarbeiter müssen ihre Position in der Organisation kennen, müssen die Prozesse kennen und auch wissen, was ist meine Aufgabe, meine Verantwortung im Rahmen dieser Organisation. Den zweiten Punkt, den Sie brauchen, ist eine Technik. In der Regel sind Prozesse immer technikgestützt. In Deutschland zu 80% in den Firmen durch SAP. Das heißt, Ihr ERP-System muss funktionieren. Das muss performant vorhanden sein. Es muss in der Fläche auch gut funktionieren. Und aber auch so programmiert sein, dass dort keine programmtechnischen Fehler auftreten. Das muss reibungslos funktionieren. Dann brauchen Sie natürlich für die Prozesssicherheit auch eine gute Systembedienung. Sprich, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das System bedienen, müssen wissen, was sie zu tun haben. Beispiel, Sie wollen gerne einen Auftrag abwickeln, like nach Streckengeschäft. Da muss halt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch die richtige Auftragsart wählen. Wählt sie die Auftragsart Barverkauf ab Lager, kann der Prozess nicht funktionieren. Das heißt, die Systembedienung muss stimmen. Und Sie brauchen auch, was hoffentlich vergessen wird, eine gute Dokumentation. Eine Dokumentation, die sagt, wie sehen meine Prozesse aus, um zu wissen, wie sind sie eigentlich, aber auch eine Anwenderdokumentation, damit der Anwender, die Anwenderin, wenn sie einmal unsicher ist, genau nachgucken kann, wie soll ich es denn jetzt eigentlich machen. Das sind so für mich und auch bei unseren Kunden die Punkte, die zur Prozesssicherheit beitragen. Was haben Sie jetzt für Mitarbeiter, die zur Prozesssicherheit beitragen? Da haben Sie auf der einen Seite, was oft vergessen wird, die Führungskräfte. Die Führungskräfte sind sehr, sehr wichtig für die Prozesssicherheit, weil die müssen gewährleisten, dass ihre Prozesse und ihre Organisation aufeinander abgestimmt sind und dass beides auch auf ihr Geschäftsmodell abgestimmt ist. Dann haben Sie natürlich die Anwender, Anwenderinnen, die dementsprechend das System bedienen müssen und je nachdem, wie gut sie das eingestellt haben, darunter leiden oder nicht. Dann haben Sie die IT-Mitarbeiter, die dafür sorgen müssen, dass das System aktuell ist, dass es performant ist, dass es funktioniert. Und last but not least und das Wichtigste, Sie haben im Unternehmen die sogenannten Key-User oder Key-Player. Das sind die, die Sie explizit für die Prozesssicherheit brauchen, weil das sind in der Regel die Kollegen, die sich sehr, sehr gut auskennen und die dann auch Prozesse vorantreiben können beziehungsweise bei Fehlern dementsprechend eingreifen können. Wie erreichen Sie jetzt so eine Prozesssicherheit mit diesen Kollegen? Da haben Sie drei Punkte, die Sie dazu beachten haben. Der erste Punkt ist, dass diese Kollegen permanent gefordert sind. Das heißt, Prozesssicherheit setzt voraus, dass jeder seinen Job immer gut macht und dann auch gefordert und Aufmerksamkeit auf seinen Job hat. Aber wichtig sind jetzt auch die beiden nächsten Punkte, die jetzt hier orange dargestellt sind. Das heißt nämlich, dass Sie Ihre Kollegen auch fördern müssen. Die müssen nicht nur gefordert, sondern auch gefördert werden. Und Förderung heißt in diesem Zusammenhang in der Regel Qualifizierung, Kompetenzaufbau. Was gibt es jetzt für Qualifizierungsmaßnahmen, die zur Prozesssicherheit beitragen? Fangen wir mal an mit den Endanwendern, Endanwenderinnen. Da haben Sie zum einen, was jedem klar ist, ja, die müssen das System bedienen können, die müssen wissen, wie das System funktioniert. Aber was häufig vergessen wird, ist, die müssen halt auch ein rollenbezogenes Prozessverständnis haben. Weil sie können das System eigentlich nur dann sinnvoll bedienen, wenn sie auch den Prozess verstanden haben und nicht nur vielleicht ihren kleinen Teil, sondern auch vor und danach. Das ist das eine. Und das zweite ist auch, dass sie im Rahmen von so einer Qualifizierungsmaßnahme eben auch dafür sorgen müssen, dass die Kollegen dann Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Und zwar, dass sie wissen, wie man die Dokumentation, die sie ja erstellt haben, dazu eben sinnvoll nutzt. Dass die Kollegen, wenn sie unsicher sind, in der Dokumentation nachgucken können und sagen, aha, jetzt erinnere ich mich, so funktioniert das. Das nächste
Nächste Gruppe, die sehr, sehr wichtig ist, Qualifizierung der Führungskräfte. Bei den Führungskräften ist es extrem wichtig, dass sie ein umfassendes Prozessverständnis haben, dass sie wissen, wie funktioniert das, dass sie, hier steht Systemintegration, dass sie wissen, wie sind diese Prozesse in das System integriert. Das heißt, wie laufen Prozess und System zusammen und wie integrativ ist denn tatsächlich zum Beispiel so ein SAP-System? Wir sind häufiger in Unternehmen, wo wir dann feststellen, die haben vielleicht schon nach 2, 3, 5 Jahren SAP, aber die Führungskräfte haben immer noch nicht ganz verstanden, wie integrativ SAP ist. Das heißt, welche Auswirkungen zum Beispiel ein Arbeitsschritt im Prozess auf den nächsten hat und wie das System das miteinander verbindet und gegebenenfalls auch Einsparpotenzial oder Synergien sind, wenn man mal als Führungskraft auch verstünde, wie das zusammenhängt. Und der dritte Punkt, der auch häufig vergessen wird, wenn Sie eine Prozesssicherheit haben, und ich habe vorhin gesagt, wichtig dafür sind die Key-User, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Führungskräfte wissen, die Key-User haben in diesem Prozess, in dieser Prozess der Prozesssicherheit eine starke Bedeutung. Das heißt, bei denen muss man auch die Sensibilität dafür wecken, dass die Key-User wichtige Key-Player im Unternehmen sind, die dementsprechend auch gefordert oder gefördert werden müssen. Das ist, wenn Sie so wollen, können Sie nicht schulen, da können Sie sensibilisieren, da können Sie in dem Sinne dann qualifizieren durch Informationsveranstaltungen, aber ich sehe das auch als Qualifizierung. Und als letztes haben Sie natürlich dann die Key-User, und da die Key-User jetzt relativ umfangreiche Aufgaben haben, ist es zum einen natürlich auch, dass sie ein umfassendes Prozessverständnis brauchen, die müssen die Systemintegration verstellen, aber wichtig auch, die müssen wissen, wie man bereichsübergreifend zusammenarbeitet. Das heißt, sie brauchen da Qualifizierungsmaßnahmen, um eine, ja, wenn Sie so wollen, eine Community der Key-User zu erzeugen, die dann den Rest auch macht, nämlich ein Projektmanagement, Dokumentation erstellt, die in Ihrem Projekt und später auch in der Organisation halt alles, was um die Prozesssicherheit herum ist, vorantreibt. Dokumentationserstellung, Training und dann natürlich auch Change-Requests verfolgen, Change-Requests einstellen. Das sind alles wichtige Sachen und dafür müssen diese Key-User ausgebildet werden. Wichtig hierbei noch, das muss nicht alles, was da draufsteht, eine Person können, weil so eine eierlegende Wollmilchsau gibt es in den seltensten Unternehmen. Das kann ja auch auf viele Köpfe verteilt sein, aber das sind Rollen, die verschiedene Key-User ausfüllen müssen. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass auch die Dokumentation wichtig ist. Da möchte ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, auf die Dokumentation. Zentrale Position der Dokumentation. Das heißt, wenn Sie die Dokumentation erstellen, sollte sie immer aktuell sein und so strukturiert sein, dass Sie sie A pflegen können, aber B auch sinnvoll darauf zugreifen können. Und da wir hier über Prozesssicherheit reden, ist natürlich die erste Strukturierung nach Prozessen. Die Dokumentation sollte Prozess, gegebenenfalls auch noch rollenorientiert sein. Das heißt, dass ich als Mitarbeiter auch noch einen Filter setzen kann und dann nur die Dokumentation zu den Prozessen sehe, die für mich relevant sind. Hintergrund, warum ist es prozessorientiert? Sie treiben eigentlich Ihren Unternehmen ja prozessorientiert nach vorne. Wenn ich es jetzt einmal prozessorientiert abgelegt habe und ich ändere einen Prozess, dann sehe ich automatisch auch, welche Dokumentation hängt dahinter und welche Dokumentation muss ich ändern. Das ist für die Wartung sehr, sehr einfach, weil ich immer sehr schnell identifizieren kann, welche Dokumente sind betroffen, was muss ich eventuell ändern. Das wäre ein Punkt. Der andere Punkt, wie Sie es jetzt den Anwendern leichter machen können, Sie können die gleiche Dokumentation, wenn Sie sie relativ gut strukturieren, wir nennen das so nach Lernobjekten oder Wissensobjekten, eben auch einfach als Online-Hilfe mit in den Prozess einhängen, mit in das System einhängen. Sprich, ich kriege kontextsensitiv auch Informationen zu dem Prozessschritt, in dem ich mich befinde, oder zu dem Systemschritt. Und dann könnten Sie das Ganze auch noch dementsprechend nach Kursen ordnen, wenn Sie neue Mitarbeiter haben, die dann sozusagen geballt die Informationen kriegen, die Sie für Ihre Rolle brauchen. Und wenn Sie jetzt diese drei Kategorien haben, sage ich mal, und dazu noch sehen, okay, ich kann auch noch eine Stichwortsuche hinterlegen, die habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, dann kommen Sie da schon sehr, sehr nahe in das Suchverhalten der einzelnen Anwender, weil der Anwender kann entweder sagen, okay, ich weiß, in welchem Prozess ich bin, ich weiß, in welchem Systemkontext ich bin, dann bin ich bei der Online-Hilfe, oder aber so funktioniere ich zum Beispiel, ich erinnere mich, ich hatte doch da mal eine Schulung und da hat der Trainer doch mal was erzählt, dann kann ich über die Schulungsunterlagen das wiederfinden, was ich jetzt brauche. Das sind so die Punkte, die wir sehen,
die zu einer Prozesssicherheit beitragen. Und jetzt werden Sie sich bestimmt denken, naja gut, das ist ja mehr, als wir vielleicht bis jetzt machen. Auf jeden Fall ist das ja ein relativ hoher Invest. Ja, das stimmt. Wenn Sie so einen Ansatz wählen, wie wir es sagen, so Corporate Learning, haben Sie am Anfang aber Sie haben mehr Aufwand als gegenüber einem klassischen Trainingsansatz, den Sie einfach nur fahren, ich bereite die Kollegen auf das neue System vor. Der Vorteil aber von Corporate Learning ist, dass Sie im Folgenden, sobald es dann CRs gibt oder Sie auch einen Release-Wechsel haben, der Aufwand für Training und Dokumentationserstellung deutlich abnimmt und das, was Sie vorne einmal mehr investiert haben, zum einen hinterher rauskriegen, dahingehend, dass Sie weniger investieren müssen, wenn es Änderungen gibt, aber B auch, dass Sie eine bessere Prozesssicherheit haben und mit dieser Prozesssicherheit natürlich dann auch ein besseres Business, weniger Fehleranfälligkeit im System, weniger Nacharbeit. Das heißt, da fängt es dann auch schon an, sich zu rentieren. Das ist das, was ich Ihnen jetzt zu Prozesssicherheit und Qualifizierung sagen wollte. Und ich gebe dann zurück an die Frau Thiele, die dann jetzt die Fragen moderiert.